Das hier ist Celia. Im Jahr 1999 war sie das letzte lebende Exemplar ihrer Art, der Pyrenäensteinbock. In einem Versuch, sie zu retten, hat man ein paar Hautzellen aus ihrem Ohr entnommen und eingefroren, denn man wollte Celia später mal klonen. Gerade noch rechtzeitig, wie sich herausstellte, denn wenige Monate später ist sie gestorben. Sie wurde in ihrem Gehege von einem umstürzenden Baum erschlagen. 2003 hat man dann mit DNA aus den gefrorenen Zellen Embryonen erzeugt und im Uterus einer eng verwandten Tierart, nämlich einer Hausziege, eingesetzt. Als das Kleine dann zur Welt kam, hatte man ein Wunder vollbracht. Man hatte eine ausgestorbene Art zurückgeholt. Allerdings nur sehr kurz. Das Baby hatte eine deformierte Lunge und starb wenige Minuten nach seiner Geburt. Im Grunde haben wir Steinbock Celia geklont. Der Pyrenäensteinbock bleibt bis heute die einzige Tierart, die nach ihrem Aussterben zurückgeholt wurde. Und deshalb auch die einzige Tierart, die zweimal ausgestorben ist.